Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Rüsselsheim, heute sind wir zu zweit. Der Achim Weidner und ich, der Uli Biedert. Und wir haben uns ein Thema vorgenommen, das insgesamt aktuell ist, nämlich das Böse und das Leiden in der Welt. Da denken wir an die Ukraine, wir denken an den Gazastreifen, an Israel, an Palästina, auch man kann so vieles nennen. Und zum anderen haben wir auch so eine Jahreszeit in unserem Kirchenjahr, die Passionszeit, die Leidenszeit. Das ist ja doch interessant, wir gehen mit dem Jesus, so heißt es in der Bibel, hinauf nach Jerusalem. Und in Jerusalem wird er erhöht, heißt es im Johannesevangelium, um zu sterben am Kreuz, das schlimmste Marterwerkzeug der damaligen Zeit. Wir haben es versucht zu unterteilen, einmal, woher kommt das Böse, was ist es, das Böse? Warum lässt der in unseren Augen gute Gott leiden? Und dann die Frage, was bedeutet das für uns und wie gehen wir damit um? Einleiten möchte ich all das mit einem Text von Goethe, der das recht gut für ihn beschreibt, vielleicht nicht für alle. Ich lese vor. Wer nie sein Brot im Bett mit Tränen aß, wer nie die kummervolle Nächte auf seinem Bette weinen saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Ihr führt ins Leben uns hinein, ihr lasst den Armen schuldig werden, dann überlasst ihr ihn der Pein, denn alle Schuld rächt sich auf Erden. Achim, was sagst du dazu? Naja, was ist denn die Ausgangsfrage? Übrigens, das Kreuz war kein Marterinstrument, sondern war für Staatsfeinde vorgesehen. Ja? Alle für Staatsfeinde. Ja, also Staatsverbrecher unter anderem. Ja. Ja, es ist schlimm genug, nur ja. Es gab mehr eine Klassifizierung. Ja, aber wie wirkt der Goethe auf dich? Ja, das ist eine alte Erfahrung. Der Goethe war ja auch Christ, würde ich mal sagen, ja, auch wenn er ein Lebemann war, in seiner Zeit. Und spielt dann natürlich wahrscheinlich auf alle Quellen da an. Er hat ja auch wahrscheinlich die Bibel, alles. Auf die gesamte Religion. Die Religionsgeschichte geschrieben. Und da spielt natürlich das Leid und die Frage, warum ist das Leid in der Welt eine zentrale Rolle? Ja, weil wenn's jeder könnte sich die Welt ohne Leid schön paradiesisch vorstellen, ja. Ohne Zirkus. Ja. Ja. Und wahrscheinlich ist das im Grunde genommen das letzte große Mysterium der Welt, warum mit was sich Menschen beschäftigen. Ja. Ja. Nicht mit dem Schönen, klar, das macht man aber doch in stillen Stunden, so wie jetzt im Herbst oder im Frühjahr oder am Ende eines Lebens, damit mit den Fragen, wie ist das mit dem Leid? Ja. Das kennst du als Pfarrer auch. Wir fangen mal mit Böse. Ja, das Böse. Wo kommt das Böse denn her? Was denkst du? Ja, aus dem Menschen, würde ich mal sagen. Ja. Der Mensch hat es produziert. Nicht produziert, ich glaube, er trägt es in sich. Also er trägt ja diese Dualität. Also ist schon da, bevor er da war. Ja, es geht um die Möglichkeiten, ne? Also Möglichkeiten, Werkzeuge einsetzen. Er hat es nicht geschaffen, oder wie? Nein, das gehört wahrscheinlich zur Art dazu, ne? Also, weißt du, zum Beispiel, man kennt ja so Sachen aus, wenn du mal so Tierfilme anguckst, wenn Löwen eine Gazelle fressen, dann weißt du, die hören dann irgendwann auf und kloppen sich meistens dann mit den Hyänen rum. Das wird dann sozusagen genutzt, um zu überleben, unmittelbar, ne? Also, das kann man jetzt nicht sagen, das ist böse. Ja. Ein Krokodil oder diese ganzen Waranen, wenn du mal diese Videos anguckst, da ist ja auch Leid drin, ja, und so weiter. Das ist wohl ein Teil der Natur, gefressen werden. Ja. Und ich glaube, der Mensch, das ist vielleicht auch das Schöne daran, ist ja der Einzige, der sich über diese Fragen auch Gedanken macht, der es reflektiert. Ja. Es gibt ja Liebesgedichte und es gibt dann solche Sachen, die will ich sagen. Also das ist, glaube ich, in der Welt, weil die Natur so eingerichtet ist, meine Interpretation. Also es gibt, jetzt ist ja mein Fach, die Sicht der Bibel ist folgende. Es war ursprünglich, ganz am Anfang, eigentlich alles in Ordnung. Der Schöpfer hat gesagt, siehe, es ist sehr gut, alles wunderbar. Dann setzt er sie in sein Gärtchen, ins Paradies und sagt, könnt alles machen, was ihr wollt. Nur den einen Baum, den rührt er im Händen. Das heißt, ich habe sozusagen ein Herrschaft. Das ja, jetzt musst du sagen, was soll er nicht anfassen? Der Baum, der erkennt dieses Guten und Bösen. Ah, ja. Genau. Also aber jetzt war plötzlich, ohne dass es gesagt wird, woher und wohin, ist die Schlange da. Wird gar nicht erklärt. Die ist einfach da. Ja, das heißt, der Mensch erfindet es nicht, sondern er wird in Versuchung geführt. Ja. Und er lässt sich verwandeln. Das heißt, die Bibel sagt,
Das Böse ist im Grunde genommen von Anfang an in der Schöpfung, schon bevor überhaupt Menschen gedacht wurden. Ich habe hier letztens... Wir denken dualistisch. Wir denken, das ist unsere Welt, die polare Welt. Ja. Plus und Minus, genau. Bös und gut. Und alles dazwischen. Krank und gesund. Und alles dazwischen. Anders, ohne das Böse gäbe es das Gute nicht. Genau. Und, ja, ohne die Liebe gäbe es den. Das heißt, wir leben in einer polaren Welt. Jetzt ist die Frage, die können wir aber nicht aufschlüsseln, warum ist sie polar? Was denkst du? Warum muss unsere Welt, die wir haben, polar sein? Ja, also sie ist wahrscheinlich deswegen polar, sonst würde es uns nicht geben, ja. Also du kennst ja so ähnliche, wenn du mal so in der Atomphysik dich befasst, da gibt es ja Materie, Antimaterie, gibt es positiv geladene, negativ geladene Teilchen. Und die große Frage der Physik ist zum Beispiel, wenn doch das Positive also und das Negative sich sozusagen annihilieren, auslöschen, ist immer noch mehr Materie übrig, dass es sozusagen dass wir am Leben oder dass wir Teil des Lebens sind. Normalerweise in den Naturgesetzen, wenn man so die klassische Physik sich anguckt, hätte das ja sozusagen sich auslöschen müssen. Aber also du willst sagen, lieber Achim, so habe ich dich jetzt verstanden, in unserer Welt, und von der sprechen wir sprechen von der Welt, in der wir hier leben, ob es andere Welten gibt, wollen wir nicht beurteilen im Augenblick. In unserer Welt gibt es nur dort Leben, wo Spannung ist. Ja. Zwischen Gut und Böse, Positiv und Negativ. Und diese Spannung kann beiderlei bedeuten. Die Spannung kann lebensschaffend sein, sinnvoll. Sie kann auch, wenn sie übertrieben wird, zerstören. Können wir uns darauf einigen, dass die Gegensätze, wenn sie Überhand nehmen, wenn ein Teil den anderen vernichten will, ja, unter seine Füße kriegen will, dass dann im Grunde genommen das ganze System in sich zusammenstürzt? Naja, ich glaube, das Wesen des Lebens ist ja, also eigentlich dürfte es ja Leben so gar nicht geben, wenn sich doch Plus und Minus auslöscht, ja. Ja. Also, aber es findet statt und es findet doch unter einem ungeheuren Energieaufwand statt, dass der Körper lebt. Wir brauchen ja permanent Energiezufuhr, ob das jetzt geistige, physische oder was auch immer ist. Und ich glaube, es kommt auch immer auf den Ausgleich an. Ne? Man muss sozusagen diese beiden Pole des extrem Guten, ja, es gibt ja auch Religions- und Politikgemeinschaft, die wollen das Gute in der Welt. Mhm. Und da sage ich dann nur Archipel Gulag oder sowas. Ne? Genau. Das heißt, es gibt ja auch so aus dem Politischen so, wo es absolute Freiheit gibt, ist Ungleichheit vorausgesetzt. Und da, wo es Gleichheit gibt, ist keine Freiheit, so rum. Ja? Das heißt, es kommt auf das wohlrechte Maß an. Und wie gesagt, ohne diese, wenn wir in der dualen Welt von Schwarz und Weiß, Hell und Dunkel, Gut und Böse leben, dann ist es wohl wichtig, dass wir als Menschen doch erkennen, dass wir das ertragen müssen. Ja? Also wir können auch sagen Schicksal. Man kann manchmal jetzt Klassen dafür verantwortlich machen, den Nachbarn, den man da leiten kann. Ja? Mhm. Das kann man machen, um sich sozusagen da zu entlasten. Mhm. Ja. Also jetzt noch zwei Dinge zu dem, was du gesagt hast. Erstens, das Böse ist nicht immer nur im Anderen, sondern auch in mir. Und das Böse, das ich im Anderen sehe, ist oft mein eigenes Böse. Weiß man ja heute. Wenn eine Dinge ganz schwierig nur ertragen kann, sind sie letztlich bei ihm unbearbeitet. Und das Zweite, jetzt muss ich mal, ja, wie ertragen, ja. Also wir können das Böse nicht ausrotten, auch das, was uns negativ ist. Wenn wir es ausrotten, rotten wir so viel Gutes mit aus, dass es nur schlimmer wird und nicht besser. Ich will es mal ganz kurz an einem biblischen Beispiel. Die Bibel wunderbar, da sagt der Bauer, sät seinen Weizen aus und in der Nacht kommt der Feind, der Böse, und sät Unkraut dazwischen. Da sagen die Jünger, da holen wir jetzt gleich mal das Unkraut raus. Da sagt der Jesus, nein, ihr lasst beides miteinander wachsen. Und wenn es groß ist, wenn ihr es wirklich unterscheiden könnt, dann könnt ihr was unternehmen. Das ist ja wirklich ein herrliches Bild, gell? Ja, so Pflanzenschutz, ne? Ja, aber auch insgesamt mit dem Bösen. Man muss das Böse in der Welt auch ein Stück weit eindämmen, aber ausrotten, damit man selbst zum Bösen. Naja, ja, was heißt ausrotten?
das ist ja immer so, wir ziehen jetzt mal krankhafte Fälle ab, ja, wo Leute da entweder Psychopathen sind, davon leben ja ganze Krimiserien, dass da irgendwelche Massenmörder herumrennen, so viel gibt es aber auf der anderen Seite auch gar nicht. Ja, aber es gibt so Gestörte. Wir vergessen jetzt mal die Gestörten, so die Extremfälle, sondern wir reden mal so von Maß und Mitte, so von Leuten wie uns, die ja viel immer Gutes tun. Ja, und ich kenne, nehmen wir mal dich, Uli, bist ein guter Kerl, ein guter Freund von mir. Danke. Aber ich habe auch andere gute Freunde, denn du gehst da auf den Sender. Ja? Ja. Also das siehst selber, man hat doch in der Regel, doch, wenn man morgens in den Spiegel guckt, eine bessere Meinung über sich und die Welt als vielleicht der andere, der halt nicht so nah dran ist. Also insofern ist es ja schon allein in dem Beispiel gut. Ich finde mich auch immer ganz toll, aber es gibt wahrscheinlich... Für viele bist du auch ganz toll, aber für andere überhaupt nicht. Andere nervig halt, wie gesagt, das ist aber im normalen Bereich. Das führt jetzt noch nicht dazu, dass man sich jetzt gegenseitig auf die Brezel haut oder sich da noch Schlimmeres wünscht. Das ist aber, man muss es wissen, ja. Also ein Mensch, der klar im Kopf ist, weiß das, ja. Und da setzt ja auch immer Manipulation an, wenn man jetzt vorsätzlich ganze Kollektive zu Schlechtem verführen will. Gibt so eine alte Geschichte aus der Staatsgründung, du musst eine schöne Geschichte erzählen, ja. Und du brauchst einen Nachbarn, den du nicht leiden kannst. Ja? Also das wäre dann sozusagen jetzt aus welchen Gründen auch immer andere dazu bringen, mit dir Schlechtes zu tun. Ja? Also was mir dazu einfällt, also du kannst die Welt verbessern, aber nicht vom Bösen erlösen. Das heißt, unsere Aufgabe ist, so viel Gutes, so viel Liebe wie wir können in die Welt zu tragen, aber uns nie einzubinden, dass wir sozusagen, nämlich alle Ideologien, die gemeint haben, sie können ihre Idee, auch mag sie noch so gut sein, in der Welt durchsetzen, sind böse geworden. Dann nur noch eins, das ist ja das Typische bei den Tyrannen im Altertum. Die Tyrannen kamen, wenn der Staat in größter Not war, wenn die nicht hinten und vorne aus und ein mussten. Und dann kam der Tyrann mit wirklich guten Ideen und hat gesagt, so jetzt halt ihr euch alle raus, ich versuche das jetzt. Und ich werde, und zum Schluss war er ein Tyrann. Ja. Er ist im Verlauf der Geschichte, ist mit allen so geschehen. Keiner hat es gepackt, von den Tyrannen wirklich der Gute zu bleiben, der er am Anfang sein wollte oder sogar war. Genau, das ist ja so, warum in Verfassungen beispielsweise so ein Passus drin steht, dass man nur zwei Amtszeiten haben darf. Ne? Und der Gute wird dann zum Tyrann, wenn er sich sozusagen an dieses heilige Recht einer republikanischen Verfassung, das genau sieht so man ja jetzt. Aber ich will mal ein anderes Beispiel bringen. Seit 1945 und fortfolgende wurden ja in Deutschland enorm viele Mittel in Bildung investiert. Ja. Schulbauten, Bücher, Mengenlehre, antiautoritäre Erziehung. Und jetzt hörst du heute aber immer noch, wir müssen mehr für Bildung ausgeben. Und man stellt fest, es ist enorm viel in Beton, in Formalia, in Lehrpläne investiert worden. Und stellt fest, die Leute können mehr lesen und schreiben. Ja. Ja. Also wie gesagt, wird ja immer gefordert, wenn du zum Beispiel im politischen Bereich ja mehr Geld für die Bildung, also eigentlich mehr in die Institutionen, ist ja nie die Frage rausgekommen, wird es auch mit weniger Geld gehen? Also es gibt ja wohl offensichtlich, Lesen und Schreiben liegt nicht daran, dass der Beton bröselig ist. Ja. Da stimmt irgendwas insgesamt nicht. Ja. Und dann siehst du natürlich wie eine Bildungsnation, Land der Dichter und Denker, ja, wo man meint, das geht so vor die Hunde. Ja. Also wenn du dich mit Leuten unterhältst, da ist die Allgemeinbildung auf dem Niveau. Das muss wohl nicht nur mit TikTok und so weiter zusammenhängen. Da gibt es ja auch viele lehrreiche Filme. Ja. Das sind so Fragen, die mich befassen. Das hat jetzt weniger mit Gut und Böse zu tun, aber mit der Frage desjenigen, der da sozusagen gebildet, ausgebildet zu Reflexion in der Lage ist, der sozusagen dieses Gut und Böse austariert. Was mir dazu einfällt, was meine Schwiegermutter das immer gerne gehört, die Herzensbildung. Ja. Das heißt, zur Bildung gehört nicht nur das Wissen, sondern auch ein adäquater Umgang damit. Das heißt, gestern Abend habe ich im Fernsehen gesehen, nur mal was möglich ist. Irgendwo eine Schule, im Inland oder im Ausland. Die wollen, um mit den Aggressionen, dem Bösen umzugehen, anderes Modell fahren. Die macht also Folgendes, die Lehrerin, bevor sie den Unterricht beginnen, dürfen die Kinder toben, wie sie wollen. Die toben und rasen. Ja. Dann macht sie einen Stopp. Genau. Dann sind sie 5 Minuten lang ganz still. Also erleben das Gegenteil, gehen automatisch. Und dann fängt sie mit dem Unterricht an. Also ich denke, wir bereiten im Grunde genommen mit dem, was wir ausstreuen, an Samen, das Feld nicht vor. Guck mal, es gibt wir werfen auf das Feld
ein irrfielen Samen, ja. Aber machen uns keine Gedanken, wie kann man das Feld vorbereiten, damit es das auch aufnehmen kann. Weil in einer Gesellschaft, die immer mehr vereinzelt, die soziale Idee immer mehr zurücktritt. Ja, das, ich habe da gerade eine andere Assoziation, ja. Wo du das mit der, es heißt ja Ausbildung, ja? So ja, was ja. Zum Beispiel das schöne deutsche Wort Einbildung ja. Ist ja die deutsche Übersetzung für Information. Ja. Also Einbildung heißt, ich mache mir ja die Welt zu eigen, ich bilde sie mir sozusagen ab, ich muss sozusagen durch den, es gibt keinen Nürnberger Trichter, also ich muss mir das sozusagen eineignen. Ja. Und es gibt zum Beispiel eine ganz schlimme Verhunzung, das heißt Kita. Langsam. Früher hieß es Kindergarten. Und der Kindergarten ist ja so die Vorstellung von Hildegard von Bingen, die da so ein Hortus Conclusus, das ist ja eigentlich wiederum die lateinische Form des Gärtleins, ja, sozusagen, wo doch der Spross ja, erwächst, beschützt, behütet, ja, und darf also wachsen. Darf wachsen und zwar in die richtige Richtung. Ja. Und ich glaube so, dass so ein Teil des Niedergangs so unseres Sozialstaates auch mit einer ungeheuren Technisierung genau. Der Institution, also der Institution im Vordergrund und das, was man Herzenswärme, also die Kindergärtnerin, die der auch mal die Rotze abwischt, wird technokratisiert, indem man sagt, das ist ein Erzieher. Ja? Ach, du also jetzt nichts gegen diese Gattung. Du hast insofern recht, es gibt in unserem Gesangbuch ein Lied, in dem heißt es über den Menschen, wir wachsen und gedeihen vom Alten bis zum Neuen. Ja. Also, warte mal. Deine Lampe da hinten, wenn die kaputt ist, da wächst und gedeiht gar nichts mehr. Aber der Mensch, wenn er aufs Leben achtet, aufs Leben in der Gemeinschaft, der wächst, und das habe ich auch im Altenheim denen erzählt, ihr sagt immer, wir sind überwältigt. Nein, ihr wächst und gedeiht, solange ihr da seid. Und am Schluss bringt ihr auch Ernte, wenn es drauf ankommt. Das Getreide, das aus dem Halm wächst, der mag denn noch so schubbelig sein, der Halm. Trotzdem ist oben eine Ernte. Wir müssen uns bewusst machen, dass die eigentlichen Prozesse nicht erzeugt werden, sondern aus sich heraus erfolgen, wachsen und gedeihen. Das wird zu wenig zugelassen, weil es nicht schnell genug geht, weil man es nicht steuern kann, wie man es will, weil es keinen Profit bringt und man hier für gar nichts zahlt. Und da geht man eigentlich an dem Eigentlichen vorbei, dass wir leben. Wir sind Leben, wir sind keine Maschinen. Du sagst ja schon wieder so ein Wort, Profit. Wenn es wenigstens Profit wäre, aber wenn man sagt, hier Bildung muss profitabel sein, dann müsste man doch so, wie im Augenblick ausgebildet wird, seit einigen Jahren mal ein Veto einlegen. Ja? Du stellst ja fest, dass selbst wenn du Handwerker werden willst, man rechnen muss. Ich kenne ja noch meine alten Formelbücher. Ich bin ja Feinmechaniker von Beruf. Ne? Das heißt, dass selbst dieser Beruf des Feinmechanikers hat ja doch einen hohen Grad. Das hat man als Hauptschüler gekonnt. Und heute habe ich manchmal den Eindruck ungefähr, ich meine, das ist jetzt auch 40 Jahre her, dass da sozusagen ein intellektueller Verlust eingetreten ist. Also ich würde es nicht auf den Profit schieben. Das müssen andere Kräfte sein, die da so destruktiv sind. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Rüsselsheim, ist hier jetzt wieder die Sendung Horizonte mit dem Achim Wagner und dem Uli Biedert. Wir haben in einem ersten Teil mal gestreift und Gedanken gebracht, die Sie hoffentlich weiterdenken. Was ist das mit dem Bösen? Warum das Böse, sagen wir mal, in der Welt sein muss? Und auch ein Stück weit, wie es wirkt. Jetzt denke ich, im zweiten Teil überlegen wir uns, wie kann man damit umgehen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Da hat auch wieder die Bibel, das sind Erfahrungen von Jahrtausenden, eine irre schöne und deutliche Geschichte, die Geschichte von Kain und Abel. Der Kain ist ein Ackerbauer und der Abel ist ein Jäger. Und um Gott Danke zu sagen, opfern sie ihm. Ob sie ihn versöhnen wollen, weiß ich nicht. Und es heißt in der Bibel, und Gott nahm das Opfer des Abel an, sichtbar der Rauch des Opfers steigt geradewegs in den Himmel und verwarf das Opfer des Abel. Da kriecht der Rauch gerade über die Erde. Was ihr seht. Im Normalfall würden sie übereinander, also hätten sie ihr Grund, über Gott herzufallen. Das wäre, was machst du? Hatte keiner was gern, wird nicht begründet. Nein, tun sie, es ist noch nichts geschehen, aber bevor überhaupt etwas geschieht, ahnt Gott das und sagt zu dem Kain, hör mal, mein guter Kain, das ist jetzt hart, das weiß ich auch. Wenn du mit dir im Reinen bist, dann kannst du das akzeptieren und sagen, es kommt auch wieder mal anders oder wie auch immer.
dann ist das in Ordnung. Es liegt an dir. Dann wird so sein, aber es geschieht nichts Schlimmes. Wenn du aber mit dir nicht im Reinen bist, wenn du Neid entwickelst, wenn du meinst, dich rechtfertigen zu müssen oder was auch immer, jetzt kommt das Entscheidende. Dann lauert die Sünde. Die Sünde ist nicht in dir, die lauert schon, die ist so da, die ist an sich da, ein Ding an sich, die lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Und dann geht es schief. Das heißt, der Rat dieser Leute ist der, es liegt nicht an der Sache, sondern es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Wir können aus eine schlechte Sache so begleiten, dass wir sagen, gut, es ist, wie es ist. Wir können es aber auch mit Neid, und das trägt ja auch viel Böses in der Welt, dass wir meinen, es müsste immer nach unseren Maßstäben gerecht sein. Es ist nicht nach unseren Maßstäben gerecht. Was ich da so interessant an dieser Geschichte finde, ist, der unbewegte Beweger, das ist ja Gott, ja. Der bringt sozusagen einen Anschub in die Welt, eine Reaktion, die hätte auch anders ausfallen können, aber wenn halt Dualität ist, gibt es halt immer eine Reaktion. Ja? Ja. Aktion, Reaktion, und das ist sozusagen das, was das große Ping-Pong-Spiel seitdem man es da so hat. Ich will übrigens, weil du das gesagt hast, es gibt ja zum Beispiel noch die Geschichte der Sintflut, ja? Ja. Und dann habe ich jetzt gelesen, die sei ja 3000 Jahre älter, diese Geschichte von den Sumerern. Uralt. Und da war der Gott Enki, der war schwer beleidigt, dass die Menschen da sozusagen von ihm abgefallen sind, dann hat er eine Sintflut gebracht. Und da gibt es diese Stelle, zerstöre dein Haus, kehre um, ja? Und das muss man sich mal vorstellen, das ist ja 3000 Jahre vor unserer Zeit. Ja. Also die Sintflut-Geschichte, ja, ist ja dann in die Bibel hineingeschwenkt. So lange hat es da gedauert. Und das fand ich ganz interessant. Und diese Fragen, ja, zum Beispiel hattest du gesagt, Kain und Abel, das findest du ja auch bei der Gründung Roms. Pass mal auf, wir gehen um zur Sintflut-Geschichte aus. Das musst du noch versuchen. Ja, das kannst du gleich. Also ich wollte nur mal, weil es ja assoziativ war. Also du hast dann auch das jetzt an Kain und Abel in die Welt gesetzt. Und dann gibt es ja auch die Gründungsgeschichte Roms. Da ist ja auch Remus und Romulus, wo der eine Bauer ist und der andere ist sozusagen Viehzüchter. Und diesen Konflikt findest du dann auch in Mesopotamien, die Leute, die da Wasserwirtschaft getrieben haben und Stadtstaaten wie Uruk und Tellur gegründet haben, die hatten schwer Stress mit herumziehenden Viehherden. Ja? Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die mir da gerade mit dem Anstoßen in die Welt dieser Dualität, den Nachbarn, den man nicht leiden kann, und die Götter, die beleidigt sind, warum die da unten so die Peoples manchmal da über die Stränge schlagen und dann sozusagen das ganze Spiel auf Null gesetzt wird durch die Sintflut. Also mit der Sintflut, du hast die Vernichtung ist gar nicht das Eigentliche. Der Gott sagt tatsächlich, der sagt, ich mach's kaputt und mach alles andere. Neues Spiel, ja. Aber am Ende, nachdem der Noah aus der Asche gekrochen ist mit seinem Viehzeug, erkennt Gott und sagt, die Menschen sind böse von Jugend auf, das sind sie eben. Trotzdem will ich nicht mehr der Menschenwerk zerstören, einen Regenbogen in die Sonne setzen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das heißt, die Erkenntnis die der biblischen Sinnflutgeschichte, das ist immer so. Aber du kannst 10 neue Generationen schaffen. Es wird immer, auch da wieder, die Erkenntnis sogar Gottes zu sagen, das ist so. Mit Vernichten und Reinschlagen ist überhaupt nichts gewonnen. Und das ist unsere Meinung hier, und das will ich auch mal sagen. Wir denken immer, wenn wir die Bösen einsperren, wenn wir denen das sagen. Nein, die sind auch in unserer Welt. Also ich sage einmal, David, mit dem Bösen umgehen heißt auch, wir können das Böse nicht im Letzten beurteilen. Ich kann dir nicht hinter der Stirn stehen, sind du mir. Wir können Ordnung in dieser Welt schaffen. Das ist schwer genug. Ja, aber letztlich zu sagen, er ist böse oder das ist böse oder nicht, das können wir von unserem Standpunkt aus noch nicht mal beurteilen, sondern das müssen wir tatsächlich einem anderen überlassen. Beim Konrad Ferdinand Mayer in den Füßen im Feuer heißt zum Schluss, die Rache ist mein, spricht der Herr. Ja. Das heißt, wir müssen alles, was uns Rachegedanken aufbringt, weg von uns weisen, sagen, das mag woanders geschehen. Wir sind überfordert. Und das ist auch gut, wenn Menschen das erkennen, dass sie die Welt, sie können, sie,
Weil sie selbst das Böse in sich tragen, können sie doch nicht böse aus. Ja, müssen sich ja selbst ausrufen. Ich will ja bei einem Punkt mal vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Folgendermaßen. Ein Kaufhaus kann man ja nur deswegen betreiben, weil man 5% Ladendiebe einrechnen kann. Ne? Wenn also 95% stehlen würden und 5% ehrliche, wäre das ein ganz schlechtes Geschäft. Ja. So genauso ist es ja auch im wirklichen Leben. Die wirklich spannende Frage ist ja, also wir rollen das ja vom Negativen aus, ist ja, warum die meisten Leute, ohne Jura studiert zu haben und in einem liberalen Elternhaus oder in einem archaischen Elternhaus groß geworden sind, sowas wie 10 Gebote, sag mal, die wesentlichen Dinge, man soll sich töten, man klaut auch nicht und so weiter. Ja. Warum doch die meisten Menschen sich doch zivilisiert verhalten? Das akzeptieren die Menschenrechte in der UNO. Genau, langsam. Also wie gesagt, graduelle Unterschiede. Es gibt ja so Kern von Humanität, die ist wohl auch, das hat der Mensch seitdem er sich ums Feuer schart und sich von der Natur abgrenzt, doch in sich gehalten. Also das ist auch eine ganz wichtige Frage. Ne? Und die andere Sache ist mit der Rache. Also insbesondere, wenn zum Beispiel Kinder ermordet werden, dann ist ja sofort die Hölle los. Genau. Also da ist da schon so ein archaisches Moment. Ein archaisches Moment. Und auf der anderen Seite haben wir ein Strafgesetzbuch, das ja erstmal sagt Tatbestand, erstmal den Tatbestand prüft, dann die Rechtswidrigkeiten, die Schuld erst zum Schluss. Und das normale Volksempfinden fängt am Schluss an. Die fangen erst bei der Schuld an. Sicher. Und wenn sie die mal abgefrühstückt haben, kommen die eigentlich nie weiter. Ja, die kommen nie zur Rechtfertigung und auch nie zum Tatbestand. Ne? Genau. Und deswegen sind so viele dann, wenn so solche Verbrechen passieren, die sind dann sofort im archaischen Bereich. Der heißt Rache, und das Strafgesetzbuch ist Milderung und Ausgleich. Das heißt, mit Rache meint man, man hätte die Sache ausgeglichen, geht aber nicht, weil der dann wieder denkt, der wäre benachteiligt, recht, der wieder Blutrache. Und die Gerichte, die versuchen, so etwas herzustellen, wo beide Parteien dann weiterleben können, auch mit Unmut, aber es wenigstens können, ohne sich da selbst reinzuhängen. Das siehst du ja dann, also wenn zum Beispiel Steuerhinterziehung, Ladendiebstahl, alles, was nicht so mit Gewalt zu tun hat, ist irgendwie nicht so schlecht, obwohl es mal der gesellschaftliche Schaden, wenn da Milliarden abgegriffen werden, hoch ist. Alles, was mit Körperverletzung, Leben, Gesundheit, Vergewaltigung, also was sozusagen den Mensch in seinem Nahbereich betrifft, da ist sofort dieser archaische, ich beobachte mich da auch immer, wo ich denke, da haben die jetzt dieses Mädel da vergewaltigt, da gehen die jetzt erstmal mit Bewährung heim. Ja? Also das gibt's, kann man wahrscheinlich pädagogisch erklären, steht ja auch so um Gesetz, Besserung, aber dann entdecke ich in mir dann sozusagen den... Aber dann noch was Interessantes, wie schlimm solche Taten den Menschen auch betreffen, war gestern Abend im Fernsehen, da ging es ums Böse. Da hatten sie einen Straftäter, der hatte sich ein Mädchen vergangen, 12 Jahre genutzt. Und der hat gesagt, ich habe die Mädchen fotografiert und gestreichelt. Der hat die nicht gestreichelt, der hat sie vergewaltigt. Das war selbst für ihn so unmöglich, dass er nun immer das getraut hat, in Worte zu fassen. Er hat bereut, er war glaubwürdig. Aber er konnte nicht sagen, ich habe sie vergewaltigt, sondern ich habe sie gestreichelt. Ja. Ich wollte ja gar nicht so böse. Das heißt, so schlimm sind diese Abgründe, die auch in uns schlummern. Ja, genau. Aber sie sind gebändigt. Aber wir müssen sie bändigen, gell? Das ist unser, und wir müssen, denke ich, vor allem bei uns bleiben. Ja, genau. Also ich habe das vor kurzem auch sehr schön gehört von einer ganz berühmten Yoga-Lehrerin im Radio, eine deutsche Yoga-Lehrerin, die sagt, wenn ich mit einem guten Gedanken mit Lee in eine Gruppe komme, wirkt sich das auf die Gruppe aus. Das überträgt sich auf andere. Wenn ich auch mit Hass und Neid in die Gruppe gehe, dann verändert sich das ganze Klima so. Ihr habt gesagt, die Gehirne kommunizieren miteinander. Ja, aber es ist ja, du weißt ja selber, es gibt ja so einen Satz, es kommt jemand die Tür rein und in der Millisekunde weiß ich, ob ich den mag oder nicht, weil wir jetzt, sag mal, nicht jetzt geistige Schwingungen aufnehmen, sondern vielleicht auch schon mal, wie er lacht, wie er sich habituell verhält. Ja. Interessanterweise, ganz kurz, dann können wir dann die Pause machen, in der Entwicklung des Menschen sind zwei Sachen wichtig. Und zwar die Eckzähne unserer Vorfahren haben sich zurückentwickelt und die Wangenknochen sind zurückgegangen. Das heißt, wir sind keine Gorillas mehr, die sozusagen die Eckzähne zeigen beim Fletschen, sondern wir haben dann Lächeln erfunden. Ja. Das heißt, die Menschwertung des Affen hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir in großen Gruppen leben können. Ja, Sir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio
Rüsselsheim Horizonte, hier sind der Achim Weidner und der Uli Biedert. In den ersten beiden Teilen haben wir versucht, uns dem Bösen so ein bisschen anzunähern und einen Versuch zu machen, was das für uns bedeutet, wie wir mit dem Bösen in der Welt umgehen können, warum es überhaupt da ist, dieses Böse und das Gute und all das. Und jetzt wollen wir im zweiten Teil uns nochmal mit der Frage beschäftigen. Wir gehen also, oder viele gehen davon aus, dass es einen guten Gott gibt, der liebe Gott, das ist ja so eine Floskel. Steht allerdings in der Bibel, gibt es den lieben Gott nicht. In der Bibel steht, Gott ist die Liebe. Das ist ein großer Unterschied. Aber wir haben den lieben Gott, sehr verniedlicht. Der Herrgott, aber, die Oma. Ja, ja. Aber warum lässt der gute Gott leiden? Und die bekannteste Geschichte dazu kennt jeder, ist die Hiob-Geschichte. Der Hiob lebt im Glück, lebt im Guten und hat alles. Und Gott nimmt ihm alles. Gott nimmt ihm seinen Besitz, seine Familie, alles und selbst seine Gesundheit. Er sitzt da und hat nichts mehr für sich. Wie ein Schluck Wasser sitzt er. Jetzt kommen die Freunde. Die machen was ganz Tolles. Sitzen erstmal 3 Tage und Nächte bei ihm und sagen nichts. Aber dann beginnen sie von ihrer Weltsicht her, dem Hiob zu sagen, Hiob, das kann doch nicht einfach so sein, dass es dir schlecht geht. Da muss doch was im Verborgenen liegen. Irgendwas muss doch da sein, nach dem Motto, Gott macht keine Fehler. Ob er Fehler macht, wissen wir nicht. Die sagen, aber er macht keine. Und dann kommt eine ganz berühmte Stelle im Hiob-Buch, die für mich die eigentliche Stelle ist. Da sagt der Hiob plötzlich, ihr liebe Freunde, jetzt lasst mich mal gehen. Ich brauche keine Erklärung, warum mir es schlecht geht. Ich weiß etwas, ich bin gewiss. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich mich über dem Staub erheben. Das heißt, in allem Leiden bin ich nicht verlassen. Gott ist bei mir im Leiden. Ich muss nicht ergründen, warum ich leide und warum andere nicht leiden, sondern ich habe einen bei mir, der da ist im Leiden. Und der deutlichste Text dazu ist der Dietrich Bonhoeffer in seinem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, schreibt er im 3. Vers. Jetzt muss man Acht geben. Und reichst du uns den schwersten Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Das ist der Rat von Bonhoeffer, zu sagen, es mag sein, dass ich den Eindruck habe, dass Gott mich im Stich lässt, dass er mich nicht mehr sieht, aber er hat es nicht. Es ist, auch da wieder, es ist so, wie es ist, aber Gott ist bei mir selbst dort, ja, wo ich in der Gottesferne lebe. Und das ist eigentlich die Botschaft von der Passion. Da geht ein Mensch so weit, dass er am Schluss nur noch sagen kann, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für ihn sieht das so aus. Und dann erkennen die Jünger in der Auferstehung, die mag man nur deuten, wie man sie will, dass Gott ihn eben nicht verlassen hat. Das lässt sich jetzt nicht sehr entfalten nach ihm. Aber das ist eigentlich das, was wir Christen der Welt zu geben haben. Einen Gott, der nicht fürs Glück zuständig ist, sondern einen Gott, der in der Not mit uns geht und uns stärkt. Der macht uns nicht reich, der macht uns nicht nur gesund, sondern das könnte es ja für alle sein. Und dann muss man dazu noch sagen, wenn wir tatsächlich Gott bewegen könnten durch unsere Gebete, dann wäre er in unserer Hand. Dann wäre er nicht mehr Gott. Gott ist Gott. Das ist der letzte, einzige Punkt, den wir wirklich, der ist so, wie er ist. Und wir, auch wieder die Frage, wie gehen wir damit um? Können wir das anerkennen? Können wir sagen, lieber Gott, gib mir die Kraft. Aber ihn sozusagen in unsere Gewalt zu bringen, oder wenn wir ihn, dann ist es ein Götze. Ja, es gibt etwas Letztes, in das wir nicht steigen, das aber für uns
nicht kalkulierbar ist. Naja, das ist ja jetzt nicht die Sphäre der Demokratie, ja, sondern da ist man, sagen wir mal, Hiob war ja selbstbestimmt, selbstgewiss, hat sozusagen seine Grenzen anerkannt. Das andere ist natürlich immer das, wo ja immer zum Beispiel Atheisten große Probleme haben, was ist denn außerhalb des ganzen Spiels? Ja, ja? Also jenseits der Singularität. Ja, ja. Du bist ja jetzt Theologe und wir sind ja öfter so im Gespräch. Und was ich zum Beispiel, wenn ich über, das eine ist ja die Theologie oder ist der Glaube und so weiter, wenn ich dann heute über die Kirchen nachdenke, da sind die ja mehr so als Sozialstation und Sozialarbeiter unterwegs mit politischen Erklärungen für Wetter, Wind und Klima. Ja, aber ja. Ich sehe da wenig Seelsorge. Ne? Das ist, ich meine, vielleicht ist es auch so ein Wechselspiel, die Leute sind halt damit beschäftigt, in die Fitnessstudios zu rennen, sich selbst zu optimieren. Und also sozusagen ein bisschen, ich will jetzt nach Sinn entleeren, ich will Ihnen jetzt auch kein Existenzrecht, ich bin jetzt kein... Ja, kann jeder machen, wie er will. Genau, es kann jeder doch in seiner Zeit, die er auf Erden verbringt, die ist ja endlich, unbestimmt, aber endlich, machen, was er will. Ja. Und bei vielen hat man den Eindruck, die rennen weg. Ja. Mhm. Also zum Beispiel, warum fahren Leute so schnell? Ich habe manchmal den Eindruck, die wollen die wohin oder weg. Ja. Also das kann man sich manchmal nicht so aussuchen. Ja, ja. Aber die letztliche Frage ist, wenn du da mit diesem Kelch sprichst, wenn jeder mal in sich hineinfragt, hat er doch selber so Stellen, wo er sagt, der Kelch läuft gerade mal über. Ja? Ja. Also, und das, kann das man ist eben die Frage. Er nimmt ihn dankbar, ohne Zittern. Nö, das ist heroisch. Ne? Nein, das ist auch ein sich geborgen fühlen, also sich hineingeben zu sagen, auch im Leid bin ich nicht verlassen. Das ist das Thema. Wie ich etwas wieder empfinde. Also in der Bibel steht ein Satz, ich glaube, da können wir auch langsam so eine kleine, der Paulus sagt einmal, denjenigen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das heißt, die Steine auf unserem Weg, die wir für ganz widerlich halten, sind möglicherweise gerade die Steine, die uns zum Sinn unseres Lebens weiterbringen. Wenn alle Steine weggeräumt würden, also es gibt da auch eine schöne Geschichte zu, zwei Väter. Der eine sagt, ich räume meinem Sohn alle Steine aus dem Weg, dann lernt er am besten laufen. Dann er sagt, nee, ich räume mit rein, dass es Steine lernt. Ja, weil er hatte das Prinzip des Laufens verstanden. Ja, das Prinzip des Laufens ist ja, den Sturz zu verhindern. Ja. Also man beugt sich ja nach vorne und das Fallen ist ja dann das, was folgen würde, wenn man nicht schnell genug das Bein anzieht. Wenn du die Menschen haben das verstanden, dass das der permanente Kampf gegen das Fallen ist, das Laufen. Ja? Da hast du schon recht. Und deshalb ist die Frage für mich, jetzt komme ich von mir, an was halte ich mich, wenn mir schlecht geht? Also in Zeiten, wo ich wirklich ganz übel dran war, habe ich gesagt, lieber Gott, nimm mir meinen Glauben nicht. Das heißt, ich wusste hinten und vorne nichts mehr, wie so einschüchtern. Aber das hat mich dann gehalten, wobei ich dann auch mal mit Liedtexten zu tun habe. Und ich glaube, das ist es. Wir wissen es nicht, was im Hintergrund ist. Aber wir können gewisse Erlebnisse doch so deuten, wir es auch ins Positive deuten. Auch die Hoffnung hat ihren Wert. Egal wie, die Hoffnung macht Mut. Ja. Ich werde ja wahrscheinlich jeder öfters mal gefragt von Freunden, wie geht's dir? Das ist einmal eine schöne Floskel. Und ich versuche da immer mit einer gewissen Ironie zu antworten mit Goethe, wie immer herrlich schlecht. Wie immer herrlich schlecht. Und das Einzige, wie immer herrlich schlecht, ja, weil ich weiß, mir geht's nicht so gut wie anderen, sagen wir so, aber ich weiß, ich lebe noch und es gibt garantiert Fälle, denen geht es noch viel schlechter als mir. Also wo ich mir sozusagen selbst verbiete zu sagen, ich bin jetzt sozusagen in Agonie verfallen. Man muss dann, das sind dann so Selbstüberlebenskräfte, ne? Wenn du dann auf holprigem Gelände gegen das Fallen, ja. Wobei, man braucht auch von dem Guten, also das Gute, was ich habe, gehört nicht nur mir, das gehört allen. Das heißt, ich würde sagen, man kann auch dem, der die Hilfe braucht, die Hand reichen. Man kann auch in dieser Welt manches übel, also ich bin im Augenblick letzte Woche im Krankenhaus gewesen, es ging mir nicht gut, geht mir, aber auch da wieder, da sind Leute da, die einfach für den anderen sagen, ich will dir sagen, was ich erlebt habe. Ich habe mit einem Zimmer gelegen, der hat Krebs und da nachts ist der Stuhlgang weggegangen ins Bett. Da ruft er die Schwester, tut mir leid, was macht die Schwester? Sie macht's weg. Ja. Das wird nicht jeder machen. Nein, das... Ohne zu murren, ohne alles, macht die Kacke weg. Mhm.
und bezieht das Bett neu. Ja. Das sind wirklich, da muss ich auch sagen, in den sozialen Berufen geschieht, wenn man so will, fast, jetzt sagen wir mal, das Eigentliche, gell? Das Menschliche. Das würde ich so jetzt sagen. Jeder ist an der Stelle, wo er steht, gut aufgehoben, wenn er seinen Job dort macht. Aber, ja? Aber also mein Bruder zum Beispiel ist ja Installateur, der dann am Ende auch mit solchen Sachen da arbeitet. Da würde ich jetzt weder die sozialen noch sonstige Berufe überhöhen. Aber eine Rakete auf den Mond schicken. Ist auch eine tolle Sache. Ist weniger wertvoll, als wenn ich einem die Tränen abziehe. Da würde ich jetzt dir widersprechen, weil als ich 1968 die Mondlandung gesehen habe und mir den Mond an die Wand tackerte als kleines Kind, da war ich glücklich. Ja? Also ich würde da immer vorsichtig sein zu sagen, was aus deiner subjektiven Warte jetzt wertvoll ist. Ne? Sondern ich finde einfach, man hat ein begrenztes Verständnis und man sollte immer dran denken, es gibt auch andere Berufe, die haben auch andere Notwendigkeiten. Also das war auch, damit man sich selber nicht überhöht und in seine eigene Sicht. Ja, und aber ich denke, wenn wir zum Schluss können wir gleich zu beiden Feldern, die wir haben, sagen, es geht nicht in erster Linie darum, die Dinge zu ändern, sondern mich zu ändern. Naja, das ist auch eine Wechselwirkung, Uli. Das heißt im Christlichen, dein Wille geschehe. Die Dinge geschehen so wie sie. Und ich versuche mich danach zu richten und das in mein Leben einzubauen, wenn ich immer mich an der Wand... Die gibt nicht nach, aber ich kann an mir arbeiten. Wir reden ja von Dialektik, von Dualität. Es gibt ja so einen schönen ostfriesischen Satz, der heißt Deichen oder Weichen. Ja. Das heißt, wenn ich keine Erkenntnis habe, wenn ich keine Deiche baue, Holland liegt 8 Meter unter dem Meer, von wegen Meeresspiegelanstieg, wer nicht deicht, muss weichen. Genau. Ja? Und das heißt, daraus bekommt der Mensch eine gewisse Widerständigkeit und auch immer so einen Impuls, die Welt aber zu verändern. Aber er wächst an den Herausforderungen. Kann man auch sagen. Also die Steine im Gelände, ne? Ja. So. Also Leute, wir haben es versucht. Ich hoffe, es gibt euch was. Ist nicht langweilig, könnt es anhören. Danke, dass ihr zuhört. Und bis zum nächsten Mal, der Achim und der Uli mit der Sendung Horizonte. Gute Passionszeit und frohe Ostern. Tschüss. Danke. Tschüss. So.